Und willkommen zu Let's Play Dragon Quest 9, Part 11 von Nightmare 614. So, wir müssen jetzt den schwarzen Ritter besiegen, glaube ich. Aber ich wollte vorher nochmal versuchen, ob ich nicht doch Leute anwerben kann. Ich will nicht mehr alleine unterwegs sein. Dieser schwarze Ritter setzt den Leuten hier ganz schön zu, oder? Das ist unsere Chance, eine gute Tat zu vollbringen. Ich will Leute endlich da. Okay, ich bin nicht ganz allein, ich habe Stella dabei. Ein Grund mehr, endlich andere Leute mit zu rekrutieren. Goddammit. Der Mächtige wird froh wieder Floh im Haferstroh, wenn wir diesen Leuten die Elfen jede Menge Benefizien verdienen. Alles hat wie ein Pfädchen. Also, lass uns jetzt gehen, den Schwarzreden in seine Schranken weisen. Ja, ist gut. Wir müssen dann nördlich irgendwo. Keine Ahnung. Ich will Leute rekrutieren. Ich hab's noch nicht Werbung gemacht, aber trotzdem. So, seid ihr schon fertig? Ich glaube schon! Oh mein Gott! Haha! Es ist meine Zeit, dass ich euch zeige, was ich kann, Knights, hm? Hallo, ich bin schon mit meinem Helden willkommen geheißen. Ihr könnt mir neue Gefährten kennenlernen. Yes! Haha! Ja, Freund! Freund anheuern. Okay. Ja, ich will einen neuen Band tragen. Okay, zwei Kampfkünstler und ein Dieb. Erstmal Kampfkünstler. Alles klar! So, ich habe das hier auf dem Handy gespeichert. Ich habe Zocki, Fairy und Smile gebeten, sich Charaktere zu machen. Die muss ich jetzt nur neu. Hier muss ich die irgendwie nachmachen. Und Zocki ist die einzige, die auch die ganzen Einstellungen hier mitgeschickt hat. Von den anderen habe ich nur ein Bild. Also wollen wir mal gucken, wie das denn endet. Jo, Handy dahin. Okay, Zocki. Ich habe mal mit Zocki an. Männlich, lass ich mal so. Das müsste der sein. Haarfarbe die. Augen. War, glaube ich, die. Ja, müssten die sein. Habe eine Hautfarbe. Oh ja. Oh, okay. Das ist noch besser als ich. Oh mein Gott. Augenfarbe. Augenfarbe. Ah, okay. Oh, okay. So. Dann machen wir doch mal. Ich könnte auch den... Oh Gott, Mikro-Touchscreen nehmen. Ah, da. Okay. Wieso ist meine Maus so scheiß langsam? Ich benutze das Touchpad nie. Zocki! Okay! Alles klar. Jop! Willkommen im Team, Zocki! Ich bin nicht mehr alleine. Ja klar! Her mit ihm! Du bist in der Mannschaft, Zocki! Einmal im Team? Immer im Team. Es gibt keinen Kommen vor uns. Yes! Ja, aber sowas von. Noch einen und anheuern. Ja, mächtig. Neuen Kampfkünstler. Mach ich jetzt mal, ich mach Smile. Jo, muss ich nur gucken. Wo hab ich sie denn? Wo hab ich sie denn? Wo hab ich sie denn? Hab ich sie denn? Einen Moment. Ah, da, okay. Muss nur das Bild wiederfinden. Da ist es ja! Okay, ich mach's mal ganz klein. Ja, das ist perfekt. Okay, Haare war das hier. In rosa, wer hätte gedacht. Gesicht? Sie hatte, wo ist es denn? Das hier genommen! Das passt echt super. Hautfarbe? Muss ich mal so, würde ich sagen. So. Augenfarbe? Ja, das ist eigentlich sowas von egal. Das lasse ich mal so. Okay. Okay. Smile. Willkommen im Team, Smile. Tja. Jupp. Aber sowas von. Her mit dir. Hi, Smile. Willkommen in unserem Team. So, jetzt noch Fairy. Okay. Anheuern. Jupp. Und ein Dieb. Jo, weiblich, dann wollen wir mal gucken, wo habe ich sie denn jetzt? Ah, okay. Wo ist das Bild? Das ist es nicht. Ah, okay, hab's gefunden. Alles klar, so, sag ich mal so. Haare war das hier. In dem Blau. Ja, in dem Blau. Ich glaube, das waren die Augen. Nee, die waren es nicht. Ich glaube, es waren die. Ja, müssten die sein. Keine Ahnung, mache ich das. Und auch blau. Okay. Ziemlich blau, sie ist mein erster Charakter.
Hey, das sind echt die Farben von meinem ersten Charakter. Ich hatte die Haarfarbe, die Augenfarbe. Ha, okay. So. Nee. Okay. Nee, wo ist... Ah, okay. Okay, und Fairy. Alles klar! Jupp. Bam! Ich bin nicht mehr alleine! Jetzt habe ich viele Freunde bei mir. Für immer. Ja, mal gucken, wie lange sie bleiben. So! Willkommen im Team! Oh mein Gott, das war alles. Okay. Wisst ihr was? Ich habe mich hier richtig dafür bedankt, dass ihr mir damals bei den Ruinen geholfen habt. Ich habe eine Idee. Ich zeige euch einen tollen Trick, der euch hilft, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid. Findet es halt nice, wie sie ihre Gefährten aufputschen kann, sodass die Konzentration steigt. Oh, danke schön. Setzt diesen Trick mit Bedacht ein und euch wird es überall gut ergehen. Bauen wir auch, mein Schatz. Okay, bye. Jo, ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. So. Ich habe nicht wirklich was, was ich denen geben kann, aber okay. Wollen wir mal gucken. Okay, ein einfaches Gewand. Schön. Und eine Hose. Ich habe noch Handschuhe. Hier bitte hast du Handschuhe. Okay. Du kannst auch einen Fächer haben. Das kommt doch gar nicht komisch rüber. In rosa. Ah, wie schön. Nee, ich glaube, du behältst den Stab. Smile kriegt Clown. Ja, das passt. Und, ich glaube, Fairy gibt auch noch ein Schwert. Kann ich jetzt mal hier einen Charakter wechseln, oder egal. Okay. Warte mal gucken. Hi, Smile. Oh, sie ist so putzig. Ich könnte dir den Fächer geben. Aber nee, Clown passt besser und der Fächer ist irgendwie scheiße. Jo, ich muss, glaube ich, mal Sachen kaufen, die ich denen geben kann. Oh, mit Y kann ich einen Charakter wechseln. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, ups, wollte ich nicht. Haha! Du kriegst erstmal ein Schwert, würde ich sagen. 2026. Ja, hier. Kriegst das hier. Viel besser! So muss das sein. Ja, und sonst habe ich nichts. Ja, okay. Das muss erstmal hinhalten. Yay! Jetzt danke sein hinter mir her. Ich habe alle meine Freunde bei mir. Alle. Okay. Das ist der Aufzug zu den königlichen Suiten. Vielleicht kennt ihr die königlichen Suiten noch nicht, wenn ich es euch vielleicht kurz erklären dürfte. Okay, mit dem größten Vergnügen, die Dame. Also. Sind unsere exklusiven Gäste vorbehalten. Die Zimmer bieten höchsten Komfort, gepaart mit grenzenloser Gastlichkeit. Ich nicht Gästlichkeit? Ist doch egal. Abschiede gehören zum Leben. Selbst Gäste, die am liebsten da behalten würde, müssen irgendwann abreisen. Aber wir hoffen, der üppige Luxus der königlichen Suiten bringt solche Gäste dazu, noch ein wenig länger zu bleiben. Ich habe für eure Formate natürlich sehr stets bekommen, sich ganz nach Wunsch zu buchen, die Dame. Oh, das ist ja schön. Werde ich aber nicht. Hi! Danke für eure Geduld, Ness. Jetzt haben wir sie hier geöffnet und können Gäste aufnehmen. Wenn ihr mich übernachten wollt oder etwas Zeit hat, um Kunden zu bringen, sagt einfach Bescheid. Was ist das denn sein, Schätzchen? Ach, du auch noch mit Schätzchen, ernsthaft? Okay, ich bin noch aufgefüllt, glaube ich. Muss gleich gucken. Wir wollten schon verlassen? Ja, dann passt gut auf mich auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja, noch alles voll. Oh, jetzt kann ich die anderen noch leveln. Och, nö. Oh, Mann. Oh. Ja, ich glaube, ich level die erstmal auf Screen und dann suche ich den Schwarzen Ritter, glaube ich. Wo muss ich hier nochmal hin? Irgendwo nördlich vom Schloss, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, das finde ich schon. Ein Abenteuergelege, wie ich sehe. Da würde ich vielleicht einen kleinen Rat geben. Weicht nie zu vielen Köpfen aus und zieht mir niemals neue Stufen und irgendwann werdet ihr das bereuen. Und vergesst nicht, dass die Monster selbst angreifen, wenn ihr stillsteht. Eine einfache, aber effektive Taktik. Es gibt also gar keinen Grund, herumzulaufen wie ein kopfloses Huhn, nicht wahr? Werde ich trotzdem machen! Immer wieder! Und dabei gackern! Mit den Armen wedeln. Wenn ihr Gegner mit einem Zauberstab trefft, könnt ihr ihm MP entziehen und damit eure eigenen auffüllen. Das ist äußerst nützlich für Leute mit Berufen, die eine Menge MP für Zauber brauchen, wie Zauberer und Priester. Die ich nicht im Team habe. Weil ich sie scheiße finde. Weil ich nicht damit umgehen kann, okay? Punkt, Punkt, Punkt. Schönes Gespräch. Du kannst mich sehen? Nö, ich rede nur gerne mit der Luft. Dann bist du... Nein, verzeih mir. Achte nicht auf mein Gerede. Das muss eine Fügung des Schicksals sein. Ich bin Pavo. Ich allein wage es, die versiegelte Tür des Schicksals aufzustoßen. Lass mich dir helfen. Ich habe die Macht, die Tür zu einer anderen Dimension zu öffnen, die nur himmlische betreten dürfen. Auf der anderen Seite gibt es Welten, die nicht deine sind, wo neue Abenteuer auf dich warten. Willst du mir das Weltentor erfahren, kann ich hier eh nicht machen. Das ist Multiplayer. Das kann ich nicht. Okay. Wenn du wieder einmal unendliche Weiten durchqueren neue Bekanntschaften machen willst, komm einfach zu mir. Okay, werde ich nicht tun.
Bye! So, ich glaube, ich hole euch erstmal Sachen. Mal gucken, was ich mir leisten kann. Warte, ich gucke erstmal bei den Waffen, glaube ich. Ja, Waffen ist gut. So! Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ah, oh, okay, ich könnte ein bisschen mehr gebrauchen. Hi, was kannst du mir anbieten? Jo, okay, Lanzen, Schermesser, Dolch, Einschlag, Lederpeitsche, bla 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 bla, Messestange, Trägerstange. Hey, ich glaube, kann ich mir nicht leisten, scheiße. Aber Klauen gibt's da auch. 25, 35. Ich will die Eisenklauen und die Tragestange. Aber die kann ich mir nicht leisten, scheiße. Ach, wisst ihr was, ich gehe E-Level, dann kriege ich Geld. Dann hole ich sie mir danach, glaube ich. Okay, ich gehe leveln, dann muss ich erstmal hier raus. Na, wir gehen alles Möglichkeiten, was ich hier finde. So, welche Stufe bin ich eigentlich? Ich bin 12. Die anderen sind alle 1. Oh, ist das schön. Ich glaube, ich versuche es mal auf 10 zu kriegen. Das sollte reichen. Okay, Pause! Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug Geld für die Waffen. Ich hoffe, ich habe genug Geld für die Waffen. Müsste eigentlich passen. Hi! Bin wieder da. So, wo war das denn? Wo war das denn? Tragestange? Jop. Und okay, ich werde wahrscheinlich nicht genug haben. Scheiße. Okay, ja bitte. Scheiße, muss ich halt noch mal Geld holen. Verdammt. So, soll ich nochmal... Oh ja, Zocki, genau. Hier bitte. So. Und ich kann sie mir nicht mehr leisten. Verdammt. Och man. Ich kann noch ein Florett für... Fairy holen, aber... Dafür habe ich auch nicht genug Geld. Oh Mann, ho. Ja gut, hol ich mir mehr Geld. Ich will noch die Klauen haben. Unbedingt. Ich finde die Klauen awesome. Und da kann man so eine Fähigkeit lernen, dass, der Angriffe sind effektiver gegen, Metallmonster, glaube ich. Und das wird später noch sehr hilfreich. Vor allem bei Starschleim. Ha, mein komplettes Team. Sieht sie euch an. Die sind so toll. Ich muss nicht mehr was machen, das machen die schon alles. Haha! Okay, wie teuer war das Ding jetzt noch? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit 500, glaube ich. Ich mach einfach mal, bis ich 600 Gold hab oder so. Das muss schon reichen. Ich meine, mal finde hier bestimmt auch noch Kram oder so. Also, ich glaube, Klamotten kaufe ich jetzt nicht mehr. Dafür nimmt hier unterwegs noch was, glaube ich. Hoffe ich doch. Wir kriegen schon noch was anderes zu anziehen. Irgendwann. Ich muss jetzt eigentlich ganz viel von diesen Bademänteln holen, die da alle anziehen. Oh mein Gott, die ganze Gruppe in Bademänteln. Oh, das wäre so gut. Ob man die hier wo kaufen kann? Ich glaube, das war 530. Nein, noch. Dann passt das. Ich glaube, ich gucke gleich mal im Laden, ob die da welche haben. Das wäre echt awesome. Und ich hoffe mal jetzt, dass die nicht so teuer sind. Da hole ich eine ganze Gruppe Bademäntel. Warum nicht? Patscher Knopf. Okay. Das muss ja wohl reichen, oder? Ich guck mal. Ich bin mir sicher, es waren 530. Das werden wir dann ja sehen. So, wieder da. Ich will die Klauen haben. Okay. Eisenklauen. 74, 84. Die bringen sehr viel. Okay. Ach, fick, wie teuer war das denn jetzt? Ugh. 620? Ach, komm schon. Okay, guck ich halt, ob die das Gewand haben. Mein Gott. Mit dem Bademantel. War das die unter dem anderen Laden? Hi. Ja, ich will nur gucken. Reisegewand. Ja, das war das Blaue. Ja, das ist das Blaue. Hier der Hanestamm, da ein Kleid, sein Ruhe. Oh doch, sie haben welche, aber es sind 200. Oh Mann, oh. Ha. Wenn ich mehr Geld habe, hole ich noch ein Bademantel für uns alle. Wenn ich mehr Geld habe. Wenn ich mehr Geld habe. Aber mal gucken, ich meine, man findet ja noch unterwegs Klamotten und so ein Kram. Ich weiß gar nicht, was ich den anderen anziehen soll. Ich meine, klar, Zocki, schreib manchmal was in die Kommentare. Die kann ja schreiben, was er haben möchte. Ja, also wenn du es hörst, schreib in die Kommentare, was du haben möchtest. Wenn ich irgendwo was finde oder so. Ja, dann kann ich einfach fragen. Ich glaube, Smile, entweder was Rosanes oder was Schwarzes. Oder beides. Und Fairy?
Soll ich Fairy geben? Ich muss mal fragen. Vielleicht zumindest an der Farbe oder sowas? Irgendwas. Los, gebt mir Geld. Ich muss Bademittel. Ich meine Waffen kaufen. Ich muss Waffen kaufen, aber will Bademittel kaufen. Sowas. Okay. Fast. Genug. Für Klauen. Aber nicht für Bademäntel, Manu. Oder ich will einfach einen Haufen Bademäntel. Nee, ich brauche die Klauen. Verdammt. Okay, habe ich jetzt bald? Ach, komm schon. Nee, warte, das war 620, oder? Oder 30? Ich glaube 20. Ich sollte mir erstmal besser merken, glaube ich. Werde ich es mir eh nicht tun, aber man kann es sich ja vornehmen, oder? Ist auch egal. Krug! So. Bin verdammt wieder da! Erneut! Hi! Okay. Warte mal gucken. Eisenklauen, yes! Mhm. Aber so was von. Okay, Smile, bitteschön! Das werde ich noch bereuen. Nein, das war alles. Okay, bye. So, okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe nicht richtig aufgepasst. Schrägstrich, hab's vergessen. War das außerhalb von hier? Ich glaube, außerhalb von hier. Und dann irgendwo Richtung Norden, glaube ich. Warte mal, welcher Knopf war das jetzt nochmal? Was ist der? Ah ja. Norden auf die Prinzessin, Ufer des Stintsees. Ja, wo ist denn das? Ah, ich folge einfach auf dem Weg draußen. Ich muss auch Schluss machen, scheiße. Also das war das Play, Dragon Quest 9, Part 11, glaube ich. Danke fürs Angucken. Miep, miep. Yay, Pirouette. Ist gut zum Bademantel. Seht ihn euch an, mein Bademantel in seiner vollen Pracht. Sie sind wunderschön. Steine fehlen, dass du sie schiebst. Oh ja, klar. Ich fühle mich eh schon so schlecht, dass ich jetzt alle getötet habe. Und da kommt noch so ein... Das kann niemand. Das bleibt jetzt noch ein bisschen tiefer. Das kann niemand. Ich fühle mich schon schlecht genug. Okay, das war... Ich glaube, ich kann den Weg noch.